Hey, hey, Dennis Kummer hier. Ja, herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show Nummer 43, heute am 1. März 2017. Und auch heute, wir beginnen wieder mit dem Preis, aktuell bei 11,93, das Hoch, ja, war bei 11,99 in den letzten 24 Stunden, also die 12er Dollar-Marke, je nachdem, auf welchem Exchange man nachsieht. Also eine gute Ausgangsbasis, immer weiterhin hoch und stabil. Und ich habe heute wieder ein paar coole Themen für euch mitgebracht. Zum einen, das erste Thema hier von kcresearch.com, Meet Bitcoin Jesus, ja, treffe den Bitcoin Jesus. Wenn du ein bisschen mehr in der Kryptoszene ja unterwegs bist, dann kennst du vielleicht diesen Namen, hast du schon mal gehört, ja. Bitcoin Jesus, das ist ein Begriff, den ein ganz besonderer Mensch innehat, nämlich Roger Ver. Roger Ver ist einer der, ja, so ein Angel Investor, der schon sehr, sehr lang bei Bitcoin ist, relativ am Anfang. Und Roger hat 2010 einen Podcast gehört zum Thema Bitcoin. Und in diesem Moment hat es beim Roger ja 2010 Klick gemacht und er wusste, ja, eine dezentralisierte Währung, die niemand manipulieren kann, niemand kontrollieren kann, das muss was Großes werden. Und Roger hat 2011 im März 25.000 Bitcoins gekauft für 1 Dollar das Stück. Ja. Heute der Preis, ja, bei knapp 1200 Dollar, also hat sich schon gut ausgezahlt. Man kann es ja ausrechnen, da sind viele, viele Millionen, also er ist Multimillionär geworden damit und den Namen Bitcoin Jesus hat er bekommen, weil er halt überall bei allen Leuten, die er kennengelernt hat, über Bitcoin gepredigt hat und die Vorteile einfach den Leuten versucht hat zu verkaufen, zu erklären. Und Roger Ver sagt halt, dass es ihn einfach gereizt hat, dass er direkt verstanden hat, dass es nur was Großes werden kann, weil es sich halt den Regularien eigentlich um Manipulation der Kontrolle von Regierungen entzieht und er glaubt, wie ich übrigens auch, ja, dass wir selber die Kontrolle über unser Geld haben sollten und nicht irgendeine zentrale Autorität, wie zum Beispiel der Staat, ja. Und ein weiterer Grund ist einfach auch der, ja, dass er halt genauso freiheitsliebend ist wie viele andere Bitcoin-Enthusiasten, ja, und darüber möchten wir heute noch ein bisschen sprechen, denn Bitcoin ist einfach auch ein Stück Freiheit, weil man die wirkliche Kontrolle über sein Geld hat, ja. Und natürlich hat man auch einen gewissen Grad an Anonymität. Natürlich, klar, man kann alle Bitcoin-Transaktionen in der Blockchain nachverfolgen, aber dein Name, der steht nicht drin. Ja, man weiß zwar, wie viel, wohin, an welche Adresse gesendet worden, aber das ist halt immer noch, ich sag mal so, eher relativ anonym. Es gibt jetzt immer mehr Fälle, wo vielleicht FBI und irgendwelche Polizeiuntersuchungen, ja, wenn es um irgendwelche illegalen Geschäfte geht, dann jemanden herausgefunden haben, wer hinter einer Adresse steht, aber dennoch bietet Bitcoin ein hohes Maß an Anonymität. Und Roger, einer der Early Adopters von Bitcoin, hat mittlerweile ein Vermögen von über 52 Millionen aufgebaut, indem er halt in verschiedene Kryptowährungsunternehmen und Startups investiert hat. Und er sagt halt, dass es viele andere Chancen auch gibt, ja. Und was er auch sagt, ist halt einfach, dass deine Financial Privacy unter Attacke steht, ja. Also deine Privatsphäre, der Krieg gegen das Bargeld und so weiter. Und er glaubt halt, dass wir immer weiter in eine Welt abrutschen, wo der Staat wirklich alles kontrollieren will, wo wir zum Bürger ein Gläser werden, wenn das Bargeld abgeschafft ist, wo jede Transaktion nachvollziehbar ist. Und Roger, ja, macht hier eine Empfehlung in diesem Artikel, nämlich er ist zwar ein Riesenfan von Bitcoin, aber er sagt, die Kryptowährung Dash hat auch ein mega großes Potenzial, weil sie sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema Privatsphäre befasst. Und er glaubt, dass Dash wirklich noch viel, viel weiter steigen kann. Er geht davon aus, dass es ja im nächsten Jahr schon bei über 160 Dollar liegt. Und ist eine ganz interessante Aussage, denn 2011 hat Roger gesagt, dass Bitcoin natürlich einen extremen Anstieg haben wird. Und 26 Monate hat es gedauert, damit seine Aussage im Endeffekt Realität wurde. Der Preis steht jetzt bei 1200 Dollar. Und er geht halt davon aus, ja, dass Dash bald bei 160 Dollar ist. Wenn wir uns Dash mal kurz angucken,
Dash hat eine Marktkapitalisierung von ja, 260 Millionen zurzeit und ja, 36 Dollar. Und ja, bei 160 hätte man eine kleine ja, Vervielfachung des Kurses. Also auch Dash ist eine Währung, mit der ich mich noch nicht befasst habe, aber ich werde mich auf jeden Fall da mal ja, in der nächsten Zeit ein bisschen mehr mit befassen. So, kommen wir zum zweiten Thema. Ja, die niederländische Piratenpartei akzeptiert Bitcoin. Yes, wieder einer mehr, der Bitcoin akzeptiert. Sie nehmen es um Spenden halt zu akzeptieren. Und ja, ist natürlich, hier steht auf ihrer Webseite, am liebsten in Bitcoin natürlich. Denn auch in diesem Jahr stehen in Niederlanden die Wahlen an. Und damit eine Partei an der Wahl teilnehmen kann, muss sie eine Anzahlung von 11.250 Euro tätigen. Und die Anzahlung von der Partei wurde dieses Mal zum Teil von Bitcoin finanziert. Ja, und ich finde es eine sehr, sehr interessante Adresse. Hier im Artikel von coinwelt.de ist auch ja, die Bitcoin-Adresse der niederländischen Piratenpartei. Also sehr, sehr interessant, ja, dass hier auch jetzt Bitcoin akzeptiert wird. Und das letzte Thema, wieder eine positive Nachricht. Miete bei Vision Apartments kann ab sofort mit Bitcoin bezahlt werden. Der Schweizer Marktführer im Bereich Serviced Apartments kündigt an, dass die Miete an allen Standorten von Vision Apartments ab sofort mit Bitcoin bezahlt werden kann. Und kannst du hier mal ein bisschen Artikel durchlesen. Also Vision Apartments ist eine 1999 in der Schweiz gegründetes Unternehmen, das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Vermietung von Immobilien mit Service und Stil. Also auch hier wieder eine coole Geschichte. Ja, die Vision Apartment sagt, dass ja, Bitcoin einfach nur der erste Schritt des Unternehmens ist auf dem Weg in die Kryptowelt. Und sie einfach hier sehr, sehr viele Möglichkeiten und Chancen erkennen. Ja, und es ist einfach mega, mega spannend, was hier wirklich abgeht. Immer mehr Leute erkennen es, die Piratenpartei, Apartment und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, befasse dich immer mehr mit dem Thema Bitcoin. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Show. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like. Ja, ganz wichtig, wenn du Freunde hast, wo du glaubst, hey, die interessieren sich auch für dieses Thema, dann teile dieses Video auf Social Media, markiere deine Freunde hier in dem Beitrag und ja, spread the news. Ja, ich bin mega dankbar dafür, wenn du es tust, diese Infos verteilst. Und ich würde sagen, ich bin raus. Sage immer, mach it gut, schwenk den Hut und in Bitcoin we trust. Bam.